ausgeglichen werden. Die Forderung des Beamtenbundes entspricht etwa den Tarifvorstellungen der Gewerkschaften. Wissenschaftsminister Bangemann ist der Meinung, dass Gehaltserhöhungen von 3-5% im öffentlichen Dienst nicht finanzierbar seien. Bundesumweltminister Töpfer, CDU, will die Praktiken der Firma Transnuklear beim Transport von Atommüll zum Anlass nehmen, die gesamte Struktur der atomaren Versorgung in der Bundesrepublik zu überprüfen. Die Kontrolle müsse mit einem System verbunden werden, das Schäden von Menschen und Natur auch dann abwende, wenn Menschen Fehler machten, forderte Töpfer. Die geplante Erhöhung der Verbrauchssteuern stößt auch innerhalb der Union auf wachsende Kritik. Die CSU-Spitze und der baden-württembergische Ministerpräsident Späth, CDU, bezeichneten die für 1989 geplanten Anhebungen als schädlich. Sie warnten vor einer Verunsicherung und Verwirrung von Investoren und Konsumenten. Nach einem nur im Süden sonnigen Sonntag schauen die Wetteraussichten für morgen ebenfalls ziemlich trübe aus. Aus dem Nordwesten wird es im ganzen Bundesgebiet überwiegend stark bewölkt sein und regnen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen wie heute zwischen 5 und 10 Grad und die weiteren Aussichten für Dienstag überwiegend freundlich und leichter Temperaturrückgang. Ja, das war Musicbox aktuell und zwar zum letzten Mal. Wie ihr wisst, heißen wir ja ab 0 Uhr Tele 5. Aber auch weiterhin gibt es natürlich jede Stunde Nachrichten und zwar von morgens 5 vor 6 bis abends 5 vor 8. Also es gibt einen neuen Namen, ein neues Studio, wo im Augenblick noch die Handwerker Überstunden machen, nur die Sprecher bleiben dieselben. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns wieder morgen früh bei Tele 5 vor 6. What's the matter with the way we look? Surely it's not the end. I've only meant to make my emotions clearer. You wear it too much and you can twist and die Krimini sind so cremig, man könnte sie mit C schreiben. Aber Leute, Cremini schreibt man mit K. Cremini, zartes Mürbegebäck mit köstlicher Cremefüllung. Dalle, Vicente, Di Matilde, Vicenzi. Hey! Ich grüße euch ganz herzlich zu eurer Kinobox im neuen Jahr. Warum ich heute so ein bisschen dezenter gekleidet bin, das hat zwei Gründe. Der erste ist, ich will so ein bisschen von meinem wahrscheinlich etwas zerfurchten Gesicht ablenken, denn Silvester hat auch bei mir seine Spuren hinterlassen. Ich hoffe, ihr habt schön gefeiert. Das zweite ist, dass das die letzte Kinobox ist. Ja, ja, ihr braucht nicht traurig zu sein. Wir haben bald wieder eine Kinobox, nämlich nächste Woche. Nur, das ist die letzte Kinobox im Rahmen der Musicbox. Nächste Woche heißen wir alle Tele 5 und das wird alles viel, viel toller. Aber lasst euch überraschen. Warum das noch eine besondere Kinobox ist, das habe ich euch ja schon angekündigt. Ihr könnt heute eine Menge gewinnen und ihr könnt euch ganz arg erinnern, und zwar ins Jahr 1987. Wir werden versuchen, wir haben versucht, die Filme, die uns am besten gefallen haben, nochmal in ganz kurzer Version aufzuarbeiten, euch als Erinnerung zu servieren. Und ihr sollt den Film der Kinobox-Zuseher 1987 wählen. Das geht folgendermaßen, ihr nehmt unsere Angebote, es bietet sich an, ihr könnt auch andere Filme nominieren, die ich heute nicht erwähne, aber die werden wohl kaum gewinnen. Ihr nehmt diese Filme, bewertet den Besten mit 3 Punkten, den Zweitbesten mit 2 Punkten,
natürlich. Und den Drittbesten, jawohl, ihr seid berechtigt mitzumachen, wenn ihr dem Drittbesten einen Punkt geben würdet. Das schreibt ihr auf eine Postkarte, schickt es an uns, dann nehmt ihr teil. Es gibt einen Haufen zu gewinnen, es gibt Filmbücher zu gewinnen, es gibt Taschenbücher, dicke Bücher zu gewinnen, es gibt Schallplatten zu gewinnen, es gibt Kassetten zu gewinnen, es gibt T-Shirts zu gewinnen und überhaupt, es lohnt sich. Aber beginnen tun wir mit Musik und das ist auch der erste Tipp aus dem Januar 1987, ein Film, in dem vier Jungs ihre Freundschaft auf die Probe stellen mussten und daraus die Titelmusik, logisch, wer es ist, nämlich Benny King, Stand By Me. When the night has come.